Hallo, meine Lieben, eure Stofftiere an den unanständigen Stellen Begrabscher. Herzlich willkommen zu SimplyPod, meinen Kanal rund um Filme, Serien, Kino und Streaming. Heute mit... Come on, you fussy son of a... I just really want your brother's birthday to be perfect. Hinter dem für Sci-Fi produzierten The Banana Splits Movie steckt schon ein interessantes Konzept. Gab es die Kindersendung aus der Hanna-Barbera-Schmiede Ende der 70er doch wirklich? Die Sendung lief zwischen 1978 und 1982 und brachte es immerhin auf 31 Episoden plus einen TV-Film und erlebte 2008 sogar ein Revival. Insofern hat man hier also ein echtes Kinderfranchise genommen und es in einen Horrorfilm verwandelt. Geschuldet dürfte dies den enormen Erfolg des Spiels Five Nights at Freddy's gewesen sein, in dem zum Leben erwachte Kostüme den Spielern an den Kragen wollen und dank reichlich Jumpscares für einige großartige Reaction-Videos gesorgt haben. Oh, the sounds, I don't like them. Perfect! No! Oh, yeah! Fuck! I tried to push it! Und eben den ein oder anderen Filmemacher inspirierten, auf den kleinen Hype aufzuspringen und eine eigene Version des Konzepts zu fabrizieren. Wie etwa Willy's Wonderland mit Nicolas Cage und eben das hier besprochene The Banana Splits Movie. In dem Film reist eine dysfunktionale Familie zu der Live-Aufzeichnung der beliebten Kindersendung, ohne zu ahnen, was für ein Gemetzel sie dort erwartet. Denn warum auch immer werden die Bananasplits nicht von irgendwelchen Leuten in Kostümen verkörpert, sondern sind in Wirklichkeit hochentwickelte Roboter. Als dann irgendetwas mit dem neuesten Firmware-Update schiefläuft und der arschige Programmdirektor die Show auch noch kurzerhand absetzt, starten die knuffigen Gestalten eine Mördertour, die sich gewaschen hat. Wie schon erwähnt, handelt es sich bei The Banana Splits Movie um eine Produktion für den US-Kabelsender Sci-Fi, dessen Eigenproduktion eher selten durch Qualität glänzen. Naja, meistens sind sie wenigstens unterhaltsam. Und in gewisser Weise passt auch der Banana Splits Movie in die Reihe dieser Originals gut rein. Denn der Film ist natürlich absolut haarsträubender und relativ günstig produzierter Quark. Zudem braucht es fast die halbe Laufzeit, bevor die Geschichte richtig in Gang kommt. Und die Kinderdarsteller sind die Pest. Glaubt's mir, die sind wirklich furchtbar. Aber das macht nichts, denn der solide inszenierte Film verfügt tatsächlich über eine schön düstere Atmosphäre, die Splits sind richtig schön creepy und wenn das Gemetzel erstmal richtig in Gang kommt, wird der Freund gepflegter Slasher-Kost auch nach allen Regeln der Kunst mit einigen Kreativen und für eine TV-Produktion erstaunlich derben Morden verwöhnt. Überraschenderweise wird dabei zudem fast ausschließlich auf gute alte Latexarbeit gesetzt. Und was will man auch mehr von einem Film über mordende Roboterstofftiere, außer dass es gut zur Sache geht und nervige Figuren auf möglichst blutrünstige Weise aus dem Weg geräumt werden. Für die Inszenierung zuständig war übrigens Danishka Esterhazy, die zuletzt auch für Sci-Fi das The Slumber Party Massacre Remake inszeniert hat. Naja, sie hat gute Arbeit geleistet, also beide Banana Splits Movie. Was die Besetzung angeht, hat einzig die aus allerlei Serien und TV-Filmen bekannte Hauptdarstellerin Dani Kind so etwas wie einen Wiedererkennungswert, während es sich bei dem Rest der Darsteller um, sagen wir mal, gerade mal bessere Statisten handelt. Fazit: solides Horror-Junk-Food irgendwo zwischen Five Nights at Freddy's und Westworld in knuffig. Ganz bestimmt kein Meisterwerk, aber durchaus unterhaltsam und bisweilen erstaunlich derbe.
Zudem nimmt sich der Film kein Stück ernster, als er muss. Unter anderem auch deswegen dürfte er auch keine großen Probleme bekommen, in Deutschland zumindest eine FSK ab 18 Freigabe zu kriegen. Was meint ihr? Würdet ihr euch auch The Banana Splits anschauen, wenn er denn in Deutschland erscheint? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich noch über ein Like und ein Abo freuen. Ja, und dann sehen wir uns auch bald wieder. Ciao mit au!